Und damit sage ich euch allen einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft. Mit dabei ist der liebe Baki. Ach. So, weiter geht's hier in dieser wunderschönen Pommes frites Bude. Und, ja, genau. Genau. Ich möchte jetzt gerne die Querbalken anlegen. Ich hoffe, das ist auch wirklich ordentlich. Ich möchte, dass das wirklich passt hier. Ich möchte, dass wir einen schönen, sauberen Truhenraum haben. Ist. Wollte sogar aufgehen. Jawohl. Hallo. So. So, sehr schön. Dann werden wir jetzt hier in dieser Folge den ganzen Boden einmal auseinanderkrempeln. Okay, wir haben wieder mal keine Spitzhacke da. Das ist ja super. Okay. Dann werden wir uns eben mal schnell eine craften. Da habe ich ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden. So, so, so und so. Oh, oh. Spitzhacken können wir immer gebrauchen. Wisst ihr ja mittlerweile. So, dann geht's hier runter und dann geht's weiter, Leute. Auf jeden Fall wird das nochmal richtig Holz jetzt kosten, der ganze Dreck hier. Das könnt ihr wissen, weil ist ja nun mal so, dass wir jetzt nochmal ein komplettes neues Lager mitmachen müssen. Morgen in der nächsten Folge will ich dann eigentlich schon anfangen mit den ganzen Wänden. Mal sehen, ob ich das schaffen werde. Das ganze Holz, ne? Ja. Das ist oben bei mir in der Kiste. Okay. Also da, wo ich das Haus verbaue. Ich will dir jetzt nicht alles wegnehmen, Baki. Absolut. Ich kann mir jetzt halt selber neues fahren und sein muss. Ich muss sowieso nochmal Holz fahren gehen. So, sehr gut. Sehr gut. Haben wir gemacht. So. Jetzt mal hier. Ganze mal so rein. Kloppen wir hier auch rein. Weil ich brauche ja absolute Truhen nochmal. Wie gesagt, das zweite Lager, also das sollte dann definitiv
Bin mir eigentlich sicher, das sollte eigentlich locker ausreichen. Also wenn das nicht reicht, dann verstehe ich die Welt ehrlich gesagt nicht mehr. Glaube, ich habe mich verzockt. So, sehr schön. Haben wir schon mal diesen Holzboden mit drinne? Ja, gut. Okay. Sehr gut. Okay. Und jetzt müssen wir anfangen. Hier oben habe ich, ich habe hier zum Glück auch noch drei Stacks mit da, also ich habe jetzt noch keine Not damit. Das war jetzt schon der völlige Unfug, was ich gemacht habe, weil kann ich jetzt hier alles gebrauchen. Holz! Holz! So. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, da sind 64 Truhen. Und jetzt müssen wir gucken. Hab dann hier noch Bruchstein. Was soll denn der Käse jetzt schon wieder? Hätten noch so viel zum Brennen da. Unglaublich. Okay. So. Sehr gut. Okay. Einzig. So. Dann fangen wir jetzt nämlich an mit den Wänden. Einzig. Wo will ich das haben? Dann heißt es jetzt in den Folgen viel Sinnloses. Ist sinnlos. Eigentlich ist es ja nicht sinnlos, ne? Aber ja, genau. Also ich kann auf jeden Fall noch mal irgendwann demnächst Strip Mining gehen. Diesmal aber auch für Kohle mit. Was kann man eigentlich in der Regel immer machen? In der Regel kann man das eigentlich immer. Ja.
Wir haben das sogar so gut gebaut, dank Bagi, dass das sogar richtig gut aussieht. So eine Fünferkiste gleich. Eieiei. Also Bagi. Das ist Arbeit. Was soll ich denn hier sagen? Aber das Lager sollte dann definitiv eigentlich völlig ausreichen. So Leute, wie es dann aber weitergeht, das seht ihr dann morgen hier zu einer Folge vom Let's Play Eurojack Simulator 2, genau. Vom Let's Play Minecraft, Entschuldigung. Ja, ich habe ein bisschen Eurojack noch gezockt nebenbei, von daher, egal. Ich sage vielen Dank dennoch fürs Zusehen und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut, Leute, und tschüssikowski.